Thank you, Elder Nielsen. Danke, Elder Nielsen, für dieses sehr persönliche Zeugnis und über diesen sehr persönlichen Ratschlag. Ohne Kletterseil, ohne Gurt oder sonstige Kletterausrüstung wollten zwei Brüder, der 14-jährige Jimmy und der 19-jährige John, ich verwende hier nicht die wahren Namen, eine steile Felswand im Naturpark Snow Canyon in Süd-Utah, wo ich herkomme, erklimmen. Nach mühevollem Aufstieg entdeckten sie, dass ihnen knapp unterhalb des Ziels ein Felsüberhang den letzten guten Meter versperrte. Nun konnten sie weder vor noch zurück. Sie saßen in der Falle. Mit viel Geschick gelang es John schließlich, der Ältere, wenigstens so weit festen Halt zu finden, dass er seinem jüngeren Bruder auf den Felsvorsprung hinaufhelfen konnte. Doch sich selbst vermochte er nicht hochzustemmen. Je verzweifelter er nach Halt für Finger oder Zehen suchte, desto mehr verkrampften sich seine Muskeln. Er geriet in Panik und fürchtete um sein Leben. Da er sich nicht mehr allzu lange an der Felswand festzuklammern vermochte, wollte er versuchen, aus dem Stand in die Höhe zu springen, den Felsvorsprung zu fassen zu bekommen und sich dann im Klimmzug hochzuziehen. Ich gebe nun seine eigenen Worte wieder. Vor dem Sprung sagte ich Jimmy, er solle einen Ast suchen gehen, der lang genug wäre, dass er ihn mir hinunterreichen könnte. Doch mir war bewusst, dass dort oben auf dem Felsmassiv nichts dergleichen zu finden war. Es war dies nur der verzweifelte Vorwand, ihn außer Sichtweite zu bekommen. Denn ich wollte keineswegs, sollte mir der Sprung misslingen, dass mein Bruder mich in den Tod stürzen sah. Ich ließ ihm also Zeit genug, sich zu entfernen, sprach ein letztes Gebet, dass meine Familie spüren sollte, dass ich sie liebe und dass Jimmy es aus eigener Kraft sicher nach Hause schafft, und setzte zum Sprung an. So fest hatte ich mich abgestoßen, dass die ausgestreckten Arme bis fast zum Ellbogen über den Felsvorsprung reichten. Doch als ich mich an dem Vorsprung festzukrallen versuchte, spürte ich nur Sandkörner zwischen den Fingern und darunter glatten Stein. Ich weiß noch, wie es war, so zu baumeln. Nichts war da zum Festklammern. Keine Rille, kein Rand, nicht der geringste Halt für die Finger. Ich spürte, wie meine Finger langsam über die sandige Oberfläche zurückglitten. Ich wusste, das war das Ende. But then suddenly, like a lightning strike in a summer. Doch wie ein Blitz aus heiterem Himmel schnellten da zwei Hände von jenseits des Felsvorsprungs hervor. Sie packten mich mit einer Kraft und Entschlossenheit an den Handgelenken, die man bei so kleinen Händen nicht vermutet hätte. Mein treuer kleiner Bruder war nicht losgezogen, um nach einem imaginären Ast zu suchen. Er hatte gemerkt, was ich vorhatte, und hatte sich nicht von der Stelle bewegt. Reglos, fast atemlos hatte er gewartet, denn er wusste, ich würde töricht genug sein, den Sprung zu wagen. Und so packte er mich denn, hielt mich fest und bewahrte mich vor dem Fall.
Damals retteten mir, der ich hilflos über dem Abgrund baumelte und in den sicheren Tod abzustürzen drohte, die starken Arme meines Bruders das Leben. Meine geliebten Brüder und Schwestern, heute ist Ostersonntag. Auch wenn wir immer daran denken sollten, immerhin versprechen wir das jede Woche beim Abendmahlsgebet, so ist doch heute der heiligste Tag im Jahr, um der Hände unseres Bruders zu gedenken, um jener Arme zu gedenken, die fest entschlossen in den Abgrund des Todes griffen, um uns vor dem Fall und vor Fehlern zu retten, vor Leid und vor Sünde. Vor dem Hintergrund dieser Begebenheit, die mir Johns und Jimmys Eltern erzählt haben, möchte ich meiner Dankbarkeit für das Sühnopfer und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus Ausdruck verleihen. Also von jenen Ereignissen im Plan Gottes sprechen, die von Jesu lieb künden und ihr erst die wahre Bedeutung verleihen. In unserer zunehmend profanen Gesellschaft ist es sowohl unüblich als auch altmodisch, wenn man über Adam und Eva oder den Garten Eden und ihren glücklichen Fall ins Erdenleben spricht. Und doch, wir können das Sühnopfer und die Auferstehung Christi nicht gänzlich verstehen. Wir können den einzigartigen Zweck seiner Geburt und seines Todes nicht entsprechend würdigen. Wir können also weder Weihnachten noch Ostern wirklich feiern, wenn uns nicht klar ist, dass Adam und Eva tatsächlich aus Eden gefallen sind, samt all den Folgen, die dieser Fall mit sich brachte. Ich weiß nicht im Einzelnen, was sich zuvor alles auf diesem Planeten zugetragen hat, aber ich weiß mit Bestimmtheit, dass die beiden unter Gottes Hand erschaffen wurden, dass sie eine Zeit lang in einem paradiesischen Zustand lebten, wo es weder Tod noch Nachkommenschaft gab, und dass sie durch eine Reihe von Entscheidungen ein Gebot Gottes übertraten und daher den Garten verlassen mussten, wodurch sie aber auch Kinder bekommen konnten und letztlich dem physischen Tod unterworfen waren. Erschwert und noch beklagenswerter wurde ihre Lage dadurch, dass die Übertretung auch geistige Folgen nach sich zog und sie daher für immer aus der Gegenwart Gottes abgeschnitten wurden. Und da wir ebenfalls in diese gefallene Welt geboren werden und da auch wir Gottes Gesetze übertreten, unterliegen wir denselben Strafen, die für Adam und Eva galten. Was für ein Verhängnis! Die gesamte Menschheit im freien Fall. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind stürzt in körperlicher Hinsicht dem immerwährenden Tod entgegen und in geistiger Hinsicht der ewigen Qual. Soll das denn der Zweck des Lebens sein? Ist das etwa der große Schlussakt im Menschenleben? Hängen wir alle irgendwo im kalten Canyon eines lieblosen Universums, suchen verzweifelt nach Halt, wollen etwas zu fassen bekommen und haben das Gefühl, es rinne uns bloß Sand durch die Finger, nichts könne uns retten, es gäbe nichts, woran wir uns festhalten können, geschweige denn etwas, was uns hält. Besteht unser einziger Lebenszweck in einem so sinnentleerten Dasein? Sollen wir einfach möglichst hoch springen, uns die uns zugemessenen 70 Jahre oder so festklammern, bis wir nicht mehr können und dann fallen, ja, für immer weiter fallen?
Die Antwort auf diese Fragen ist ein unmissverständliches und ewiges Nein. Gemeinsam mit Propheten aus alter und neuer Zeit bezeuge ich, dass alles geschah gemäß der Weisheit dessen, der alles weiß. Von dem Augenblick an, da die ersten Eltern den Garten von Eden verlassen hatten, hat unser aller Gott und Vater, der ja die Entscheidung Adams und Evas vorausgesehen hatte, Engel geschickt, um ihnen und auch uns heute noch zu verkünden, dass diese gesamte Abfolge von Ereignissen dazu bestimmt ist, dass wir auf ewig glücklich sein können. Sie gehörte mit zu dem göttlichen Plan, dass nämlich ein Erlöser vorgesehen wurde, der Sohn Gottes selbst, den der Apostel Paulus den letzten Adam nennt und der in der Mitte der Zeiten kommen sollte, um für die Übertretung des ersten Adams zu sühnen. Das Sühnopfer sollte den vollständigen Sieg über den physischen Tod zuwege bringen und jedem Menschen, der je zur Welt gekommen ist oder noch geboren werden wird, uneingeschränkt die Auferstehung ermöglichen. Barmherzigerweise sollte es auch Vergebung für alle Sünden, angefangen von denen Adams bis hin zum Ende der Welt, gewähren, unter der Bedingung, dass wir umkehren und den göttlichen Geboten gehorsam sind. Als einer seiner ordinierten Zeugen bekräftige ich an diesem Ostermorgen, dass Jesus aus Nazareth der Erretter der Welt ist. Jener letzte Adam, der Urheber und Vollender unseres Glaubens, Alpha und Omega des ewigen Lebens. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Auch der Prophet und Patriarch Lehi drückt dies so aus. Adam fiel, damit Menschen sein können. Und der Messias kommt, wenn die Zeit erfüllt ist, damit er die Menschenkinder vom Fall erlöse. Und ganz eingehend hat sich Jakob, ein Prophet aus dem Buch Mormon, in einer zweitägigen Predigt mit dem Sühnopfer Jesu Christi befasst und gesagt: Die Auferstehung muss dem Menschen wegen des Falles zuteil werden. Deswegen feiern wir heute das Geschenk des Sieges über jeden Fall, den wir erleben, jeden Schmerz, den wir erleiden, jede Enttäuschung und jede Furcht. Und hinzu kommen noch die Auferstehung von den Toten und die Vergebung unserer Sünden. Dieser Sieg wird uns deshalb gewährt, weil sich an einem Wochenende wie diesem vor mehr als 2000 Jahren in Jerusalem eine Reihe von Ereignissen zugetragen hat. Angefangen von der Geistesqual im Garten Gethsemane, über die Kreuzigung auf Golgotha bis letztlich hin zu dem, was sich an jenem schönen Sonntagmorgen in einem überlassenen Grab zugetragen hat. Da hat ein sündenloser, reiner und heiliger Mann, ja, der Sohn Gottes, etwas getan, was kein anderer Verstorbener je getan hatte, noch tun könnte. Mit Hilfe der ihm eigenen Macht stand er von den Toten auf, und sein Körper und sein Geist sollten von nun an nie wieder getrennt werden. Aus eigenem Entschluss legte er, wie es in der Schrift heißt, die Leinenbinden ab, in die er eingewickelt worden war. Und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte, lag daneben an einer besonderen Stelle. Diese Abfolge von Sühnopfer und Auferstehung an jenem ersten Ostern stellt den allerwichtigsten Augenblick, das großzügigste Geschenk, den qualvollsten Schmerz, den erhabensten Beweis göttlicher Liebe dar,
der je im Lauf der Weltgeschichte erbracht worden ist. Jesus Christus, der einzig gezeugte Sohn Gottes, litt, starb und stand von den Toten auf, damit er in der Lage ist, uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel aufzufangen, wenn wir fallen, uns mit seiner Macht zu halten und uns, sofern wir seinen Geboten gehorsam sind, zu ewigem Leben zu erheben. An diesem Ostermorgen danke ich ihm und dem Vater, der uns Jesus gegeben hat, dafür, dass Jesus noch immer als Sieger über den Tod dasteht, auch wenn seine Füße Wunden aufweisen. An diesem Ostermorgen danke ich ihm und dem Vater, der uns Jesus gegeben hat, dafür, dass Jesus noch immer unendliche Barmherzigkeit gewährt, auch wenn seine durchbohrten Handflächen und vernarbten Handgelenke Wunden aufweisen. An diesem Ostermorgen danke ich ihm und dem Vater, der uns Jesus gegeben hat, dafür, dass wir vor dem Garten, in dem Schweißtropfen wie Blut zu Boden fielen, vor dem Kreuz, das von Nägeln durchbohrt war, und vor dem wunderbar weise leeren Grab singen können, wie groß, wie herrlich und wie schön ist der Erlösungsplan, wo Lieb, Gerechtigkeit und Gnad uns führen Himmel an. Im heiligen Namen des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen.